Also bis auf Yasuo, nee, sind alle noch unter Stufe 4. Bei denen halt. Wer geht denn bei den Jungeln eigentlich? Aatrox! Achso. Obwohl doch geht. Also entweder. Oh, Ha? bitte nicht. Was denn? Ich hoffe, ich habe nicht oben wieder eine Doppellane. Warum? Weil Aatrox geht doch. Garen und Urgot beide Toplane spielen können. Oder kann man Toplane spielen? Zumindest haben sie einen Jungler, also ich glaube nicht, dass sie top zu zweit gehen, das wäre irgendwie Quatsch. Weil dann wäre die Bot alleine. Ja, das ist eine Vayne. Und? Wenn das ein Smurf ist und die Vayne spielen kann, dann kann die 1 gegen 2. Hm. Schauen wir mal. Das könnte entweder sehr nice oder höchst unerfreulich werden. Vor allem, wenn der Aatrox-Sensor Hallo sagt. Naja, Aatrox ist halt übelst langsam, was das angeht, ne? Also, Wurfgeschwindigkeit ist bei dem einfach. Ich weiß nicht, ob der so schnell von A nach B kommt. Mal sehen, was er so tut. Tipp, kämpfe ehrenhaft. Es wird immer mit Ehre gekämpft. Ich gehe mal davon aus, dass der Garen top geht. Ich hoff's mal. Macht von den seinen Runen her jedenfalls Sinn. Sehen wir was. Wird aber auch mit so einem alten Zeug gebaut. Trinity dürfte richtig cool werden. Törichte Worte Ich weiß nicht, brauchst du Hilfe oder sowas? das geht. Nasus besitzt Bitte. 12% zusätzlichen Lebensraub, Alter. Oh, Yasuo mit Mirror Match. Der war ja nicht gerade da. Oh nein, die Counter-Jungeln jetzt nicht ernsthaft. Oh, Kacke. Alter, wir spielen anderthalb Minuten. Zwischen Leben und Tod und du bist ja schon angepisst. Ja, weil die auf einmal hier zu dritt standen. Was soll denn das?
Wenigstens kann unser ja sowas. Na, dem Garen habe ich jetzt keine Freude. Nee. Nee. Na? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich sehe schon Nasus großes Problem. Welches? Mana-Haushalt. Also mit der Kuh kriegst du pro Schlag der Töte 3 drauf. Okay. Oh, der Yasura sieht ja richtig da die Mitteln. Finde ich gut. Für jeden großen Vasallen, großes Monster und Champion, den ich damit töte, würde ich 12 kriegen. Stirbt mir da oben bloß nicht weg, ja? Oh, was? Der Garen hat ja nichts, um mir Schaden zu machen. Oh, Aatrox. Aatrox fehlt, pass auf. Gut, Garen outpaced mich jetzt so langsam ein klein wenig, weil ich halt kaum Mana habe. Aber da
dafür kriege ich meine Steigerung zusammen. Ich bin schon mal 72, ey. Komm mal nach oben. Bleib mal da so. Also, ich komme hier halt. Siehst du. Ich kann nur nicht weit folgen, weil so schnell bin ich nicht. Ah, da kam die Ulti. Atrox, so. Interesting. Ja. Der dachte sich jetzt wohl, ach, ich tauche hier mal auf. Der ist nur Level 6. Eure Seele wird gerichtet. Ich wette, Garen wird mit Items zurückkommen. Sogar mit dem Blumenbuff. Ach, das dürfte, glaube ich, deiner gewesen sein. Das ist meiner? Der hat, glaube ich, noch deinen Blumenbuff. Ja, Wolkendrauer nehme ich. No! Itch. Ah, 1 zu 1. Ah, den Trade nehme ich. Schuhe fertig, das Teil habe ich, das Teil noch. So. Jetzt für Garen sich wünsche, mich nicht getötet zu haben. Einige Dinge müssen vergraben bleiben. Was ist los, Garen? Angst?
So langsam wird Nasus auf der Lane unangenehm. Seine Kuh kannst du auch einfach auf dem Turm, auf Gebäude einsetzen. Scheiße. Nice. Dachte der Atrox echt, der kann mich diven. Zieh nicht so hart ran. Oder geht er jetzt? Der scheint zu gehen. Ich glaube, der geht. Nee, dann geht er jetzt. Oh, ich würde sagen, der geht. Wenn ich sage, der geht, dann geht er. Müsste sich der Botlane auch mal helfen. Die scheint ganz gut. Die Botlane scheint ganz gut Druck da unten zu haben. Also ich komme hier erstmal klar. Jetzt kommen die in der Midlane. Wenn das da oben so weitergeht, kann ich mir beim nächsten Mal zurück schon das Trinity Force holen. Ich mal den Drachen. Oh, das ist gut. Vielleicht sollte schon. Na, vorher ruhig den Riftscatter. Ups. Ja gut, au. Was denn? Hab ich der Garen halt gemacht, aber das passiert. Da wollte ich zu viel vom Turm. Dafür ist einer fast down. Ja gut, und ich stand sowieso auf seiner Abschussliste. Es gibt keine Erfahrung ohne Dunkelheit. Ja, und ich bin tot.
Lauf! Nein. Du scheinst auch klar zu kommen. Ja. Geht so weit, ne? Geh mal wieder. Ja, geh du mal. Botlane braucht Hilfe. Oh, die Vayne ist hier. Klaus ist der ein Red Buff. Du Monster. Bitte? Hast jetzt dir einen Red Buff geklaut, du Monster. Nee, das engage ich vielleicht besser nicht. So muss das und nicht anders. Oh nein, 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 nein. Oh, scheiße, ey. Hatte ich mein Disconnect gehabt. Hört man mich noch? Super. Das freut den Garen. Garen jetzt mit Sicherheit. In der Vergangenheit. Wie schnell komme ich da hin? Das weiß ich nicht. Es endet nie. No, na dann hole ich ihn mir jetzt. Und Garen ist nicht mehr auf der Lane. Ich sehe ihn jedenfalls nicht.
Geh mal zu Jinx runter. Oh, ich gehe Richtung Jinx. Ja, okay. Ja, läuft doch. Schaffst du alleine? Ja, sollte. Wird zwar ziemlich enge. Dann komm ich mal zu. Nein, 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 komm, 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 komm. Nein! Ja, ich glaube, ich mochte. Den Rest solltest du kriegen. Der hat sich schon regeneriert. Nicht so schnell. Der ist voll live. Ja. Der war eben auf unter Hälfte. Alter, was ist denn da schon wieder los? Ah, das schafft sie nicht. Das na? Na? Uff, nee, das wird nix. Scheiße. Ich wollte eigentlich gerade eigentlich einmal fragen, ob ich hier auch nochmal was machen darf. Jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit einsetzen wollte, war ich entweder verstummt, hochgeworfen, nochmal hochgeworfen, verstummt. Naja. Nice. Die machen jetzt Baron, meinst du, ich kann ihn stehlen? Ich werde zwar sterben. Wenn du es klug anstellst, bestimmt. Ne, die machen nicht Baron. Oh, die machen doch nicht Baron. What the fuck? Das ist interessant. Den Drachen geholt? Ne, der kommt doch gerade erst. Ja, Artfox solltest du schaffen. Der Himmel besteht aus Sternen und da kommt die Problembande. Hilfe!
Scheiße! Ah, eine fucking... Wieder so eine Millisekunde, weißt du? Kurz auf meine Lane. Warum habe ich so hart das Gefühl, dass sie gerade Baron quatschen? Ja. No. Macht er nichts mehr. Mache ich Glass Cannon oder gehe ich auf Guardian Angel? Guardian. Weil sonst würde ich jetzt entweder Bloodthirster oder Ravenous Hydra nehmen. Oh, Bloodthirster ist Hydra auch... ist böse. Ja, aber Bloodthirster ist auch gut. Ja. Oh. Hier um Bloodthirster. Ich glaube nach Dornpanzer baue ich mir erstmal Tiamat. Ich glaube nach Bloodthirster bin ich durch. Ich wandere durch die Zeitalter. Level 17, Alter. Ich glaube, jetzt ist so langsam der Moment, wo Nasus ein bisschen unheilig wird. Was ist mit ihm los, Alter? Na, ich komm mal hin. Okay. Rennt mal weg da. Ich renn doch schon.
Siehst du nicht, wie ich renne? Wo ich von irgendwas gerade dick Lebensregeneration habe. So, Dornpanzer. Gleich mein Tiamat holen. Ich glaube, ich hole mir gefräßige Hydra. Es gibt keine Dämmerung ohne Dunkelheit. Läuft bei dir da oben? Ah, da bin ich nicht mehr drauf gekommen. Ihr Tod wartet. Ah, die Jinx ist auch süß, ne? Hast du gelesen, was er im Chat geschrieben hatte? Nee. What a cute team, I love you all. Alter, ist das ein Spiel, ey. Alle fast voll ausgerüstet. Ich bin nicht mal annähernd voll ausgerüstet. Trotz Stufe 17? Ich habe teilweise teure Items. Hydra ist ein optionales Ding. Eigentlich müsste ich mir noch was für Magieresistenz holen. Das Einzige, was bei mir High Damage macht, ist meine Kuh. Schön. Ja, die können ja nichts machen. Na, den kriegst du doch jetzt auch noch. What? Jawohl. Ja, ihr müsst nur aufpassen auf die Vayne. Die kommt jetzt nämlich zurück ins Game. Shurima, jetzt ist eine andere. Oder wollt ihr einen Aatrox vorher holen? Holen wir mal einen Aatrox. Ich klau dir mal so ein, zwei Camps. Ich hasse es! Ich mag das irgendwie, wie deine Stimmung denn ständig von, ja, läuft doch, nice, und weil es kalt zu, ich hasse es, überschlägt. Ich kann dir echt nicht sagen, ob ich zwischendurch meine Auto-Attacks einfach cancel oder nicht. Gut möglich. Ah!
Gut gemacht, Minions. Es ist schon hart. So, jetzt gehe ich einmal zurück, weil jetzt kann ich mir nämlich meine Hydra holen. Dann nutze ich einfach mal ein. Dann hätte ich gerne meinen Teleport direkt auf euch genutzt. Hast du gesehen, wie schnell. Oh man, screw that. Also, da wie ich die Statistik für sehen, wie viel Schaden ich da rausgedrückt habe. Ja, hab ich gesehen. Halleluja. Oh, das reicht für eine neue Stufe. Echt? Ja. Es wie viel hast du noch? Keine Ahnung, er hat anscheinend. Anscheinend waren es nicht mehr viel. Keine Freundesanfrage. B minus, so jetzt sehe ich mal Details. Oh, Friend Request. Ja gut, allgemein so schadenstechnisch. Also die Jinx ist 76.999 verursacht Schaden an Champions. Uff. Wie, ich hab die meisten. Nee, Jinx hat die meisten Kills. Aber mir reicht's noch nicht ganz für eine neue Stufe. Ein Spiel bräuchte ich tatsächlich noch. Ja, ich bin hinter dir und Jinx, aber. Warte mal, Graves. Ich bin noch einen knappen Tausender hinter Aatrox vom gegnerischen Team. Und der ist der beste von denen. Alter, wie viel Schaden die gedrückt hat. Wow. Das ist hart. Womit hat die denn gespielt? Das sehe ich gar nicht. Ich habe von der Dana Kano eingekriegt. Von wem hast du die Freundschaftsanfrage gekriegt? Von der Jinx. Ja, ich auch. Boah, ey. Was ist denn das hier für ein Rumgeheule? Ja, wir waren einfach so gut. Friend Request. Von Yasuo. Was ist denn hier verkehrt? Uff. Ja, ich habe dann am Ende nochmal meinen Jungle-Item verkauft. Dann habe ich gemerkt, jetzt fehlt ein bisschen was an der Tech-Speed. Dann habe ich noch die Hydra gekauft. Ah, die normale Hydra. Ja, die andere kannst du hier nicht kaufen. Die titanische könntest du ja auch noch holen können. Echt? Ja, die Titanische ist ja die mit, die den kegelförmigen Angriff macht. Oder kegelförmigen AOE. Das ist Titanic Hydra, das ist aber nicht die Ravenous Hydra, das ist ja wieder ein ganz anderes Item, die Titanic. Das ist richtig, aber die gefräßige Hydra, das ist die Ursprungshydra. Die Titanic ist die neue. Wer ist denn jetzt noch im Dings? Oh.
Wie hast denn den jetzt hier reingehauen? Glaube, der ist selber gejoint. LOL! Boy.